Amici, liebe Freunde von Mi Piace, wir sind wieder mal in Rom, in der ewigen Stadt hier, haben heute eine traumhafte Ausfahrt gemacht, sowohl in Rom selbst als auch zum Lago di Bracciano, eine ungefähr einstündige Fahrt mit einer der neuen Vespas, der Vespa GTS, die hier in Rom präsentiert wurde. Es hat im Vorfeld natürlich schon große Aufregung gegeben, wie wird sie ausschauen, welche Veränderungen wird es geben, aber wie ihr seht, schaut die Vespa eigentlich so aus, wie sie immer ausgeschaut hat, bis auf optische Modifikationen. Die Krawatte wurde verändert, sie ist jetzt breiter, hier in Carbon-Optik gehalten. Interessant ist, dass der vordere Kotflügel schlanker gestaltet wurde und der Vespa GTS jetzt vielleicht einen etwas schnittigeren Look gibt. Weiters ist vielleicht erwähnenswert, dass an der Seite der Vespa der Seitenteil etwas höher gezogen wurde und eine neue Abdeckung gebaut wurde, die jetzt bündig hinten am Heck abschließt. Was allerdings zur Folge hat, dass das Nummernschild etwas tiefer angesetzt wurde. Für mich am relevantesten sind wahrscheinlich die technischen Modifikationen an der Vespa selbst. Vor allem die Änderung an der Vorderradaufhängung, die jetzt nicht mehr aus einem Dreieck besteht, sondern aus einem Parallelogramm, was eine verbesserte Führung des Vorderrades mit sich bringt. Und ich muss ehrlich sagen, dass man es auch beim Fahren spürt, sowohl in der Stadt, ich meine, in Rom gibt es einige Schlaglöcher, der Komfort ist erhöht und die Stabilität des Vorderrades ebenfalls. Zu weiteren optischen Modifikationen, die Finne im vorderen Bereich wurde eingelassen und nicht einfach nur aufmontiert. Die Einfassung dieses Modells hier und auch dieses Modells wurde geändert, bei der Supersport jetzt in schwarz gehalten. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Tuning-Maßnahmen aller Vespa-Liebhaber überhaupt. Hier eine Supertech, die eine titanfarbene Einfassung erhalten hat. Neben der Supersport und dem Spitzenmodell, der Supertech, gibt es zwei weitere Modelle, die Vespa GTS, also das klassische Basismodell, und die Vespa GTS Super, die in einer Art und Weise das Klassikmodell der Baureihe darstellt. Weitere Änderungen an der Vespa. Die Sitzbank wurde nicht nur geändert, sondern auch verbessert. Die Sitzbank ist jetzt im hinteren Bereich etwas breiter geworden und im vorderen Bereich etwas schmäler. Und ich hatte das Gefühl, dass die ganze Sitzbank insgesamt auch etwas weicher ausgelegt wurde. Man sitzt sehr, sehr komfortabel und eventuell würde ich sagen, sogar ein klein wenig tiefer, was es kleineren Personen oder auch Damen einfacher machen wird, die Vespa zu rangieren. Interessant ist auch, dass die
Breite der Lenker verändert wurde. Die Lenker sind jetzt rund 3 cm breiter. Eines der großen Themen auch in der Motorradbranche ist natürlich Connectivity. Alle vier Modellreihen sind mit einer Verbindung zum Mobiltelefon ausstattbar, wobei die Vespa GTS und die Vespa GTS Super dieses Feature nur als Aufrüstung möglich hat. Die Vespa GTS Supersport serienmäßig mit einem zweiteiligen Display und die Vespa GTS Supertech mit einem TFT-Display, das dann einfach alle Stücke spielt, von Navigation bis zu Telefonie und ähnlichen Dingen. Abschließend vielleicht zu den Fahreindrücken. Natürlich ist die Vespa nicht massiv geändert worden. Das Chassis ist gleich geblieben, die komplette Power Unit ist gleich geblieben mit 23,8 PS bei der 300er. Sie fährt sich also sehr, sehr ähnlich. Wenngleich die Führung des Vorderrades für meine Begriffe doch um einiges verbessert wurde und der Sitzkomfort durch die neue Sitzbank wesentlich verbessert wurde. Soweit, ich möchte jetzt gar nicht weiter in die Details eingehen, soweit aus Rom. Es folgt auf jeden Fall noch ein Testbericht, den wir nachreichen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht gebt ihr uns ein Like oder folgt unserem Kanal. Vielen Dank aus Rom. Ciao.